guten Morgen. Webinare, zweiter Tag. Wir werden pünktlich starten, damit wir pünktlich an den ersten Kaffee kommen nachher. Das erste Thema heute, Responsive Images und Performance, war eigentlich die Idee. Letztlich hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Performance doch ein bisschen mehr in den Hintergrund gegangen ist und Responsive Images doch, ja, wer sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat, ein weitreichendes Thema ist, was bestimmt in anderthalb Stunden, zwei Stunden auch ausführlich behandelt werden könnte. Deswegen von allen so ein bisschen eine Übersicht, was ist aktuell möglich, was sind die Probleme, was kann man machen, worauf soll man achten. Kurz zu meiner Person, wer gestern noch nicht da war, gestern schon einen kleinen Vortrag gehalten. Mein Name ist Sven Wolfermann, Mad Designs im Internet meistens dann. Ich bin Freelancer, freier Webentwickler für Frontend-Themen, also HTML5, CSS3. Bin hier aus der Nähe von Berlin, ein bisschen südlicher von Berlin, sogenannte Speckgürtel, das kann man hier auch so ein bisschen sehen. Und habe 2003 den Adventskalender, eine kleine Tutorial-Serie mit einem Kollegen hier aus Berlin, mit dem Heiko, im Internet gemacht, wo wir jeden Tag so ein bisschen was über moderne CSS3-Techniken geschrieben haben. Ab und zu schreibe ich auch ein bisschen für Magazine wie T3N oder das PHP-Magazin hier. Und mittlerweile auch so Mobile Geek, also Responsive Webdesign, diese Themen, die sind bei mir aktuell auf der Agenda und damit beschäftige ich mich relativ häufig. Responsive Webdesign, denke mal, ihr werdet euch alle schon damit beschäftigt haben. Worum geht es da im Einzelnen? Ganz klar, flexible Spaltenraster. Dann die variablen Bilder, wo es heute rumgeht. Dass ich das anpasse an die flexiblen Spalten und natürlich CSS3 Media Queries halt, um die Geräteeigenschaften abzufragen und die Inhalte daran anzupassen. Das dürfte bekannt sein. Ne? Gerade, wie gesagt, Responsive Images, was muss man machen halt? Wir müssen halt eine maximale Breite von 100% vergeben für die Image-Elemente und die Höhe soll sich auch automatisch anpassen, deswegen gehen wir das im CSS auch mit der Höhe Height Auto an. Das funktioniert auch. Und dann sind erstmal die Bilder, die wir eingebunden haben, flexibel und passen sich an die Breite des Containers an. In dem Fall halt mit der Maximalhöhe, mit der Maximalbreite. Also es wird nur so groß, wie das Bild eigentlich ist. Ja, wenn man die Breite voll angeben würde, also with Auto, dann würden die Bilder auch höher skaliert als ihre eigentliche Bildgröße. Wo ist jetzt nur das Problem? Also mal als kleiner Einstieg hier eine Übersicht aus dem HTTP-Archive. Man kann sehen, in den letzten Jahren sind die Bilder auf den Webseiten immer, ich sag mal, oder der Bildanteil immer größer geworden, immer größer und größer. Das ist hier der Chart hier. Also wir sind mittlerweile bei im Schnitt bei 872 Kilobyte, nur für Bilder. Ja. Wenn man das mal im Vergleich sieht, also was sind so andere Elemente, also JavaScript, CSS, HTML natürlich, dann nimmt es schon, na, ich würde sagen, mehr als zwei Drittel ein. Also es ist schon ein großer Anteil, den wir hier in den Webseiten haben. Das ist natürlich auch ein großer Anteil an Optimierungspotenzial. Und auch hier unten die kleine gestrichelte Linie, das sind so die üblichen Requests. Also an Bilddaten, also im Schnitt werden 65 Requests an Bilddaten geladen. Also hier ist der größte Anteil der Webseiten überhaupt. Ist natürlich klar, hier können wir auch am meisten sparen. Also alles das, was wir uns mühsam durch JavaScript-Komprimierung und CSS-Zusammenfassung halt ersparen, ist zwar auch gut für die Performance, aber bei Bildern kann man auch viel mehr sparen. Das Problem ist halt, dass die Datenmengen sich nicht dynamisch anpassen. Also wenn wir ein großes Bild in unsere Webseite laden und das halt verkleinern auf einen kleineren Bildschirm, dann wird zwar schön angepasst, also kleiner gezogen, aber die Bilddatenmenge, die wir geladen haben, die bleibt gleich. Also die haben wir im Vorfeld dann schon geladen, unter Umständen natürlich viel zu lang gewartet.
Das ist natürlich unnötige Datenmenge, die wir da laden teilweise. Der Image Tag ist aktuell dafür nicht ausgelegt, dass wir halt sowas wie Adaptive Images nutzen können oder irgendwie mehrere Bildsourcen laden können oder verwalten können, und ein responsives Bildformat gibt es auch nicht. Also es waren mal so Ansätze, JPEG 2000 und weiß ich nicht was, aber so richtig gibt es das nicht. Also müssen wir uns irgendwie mit Polyfills behelfen. In meiner Übersicht, wie so mittlerweile die Varianz ist an Bildern, die wir, ich sag mal, wenn wir alle möglichen Devices unterstützen wollen, bereitstellen wollen würden. Also das MacBook Pro Retina hier oben, ja, wenn wir das mit einem Vollbild ausstatten würden, dann sind es schon unkomprimiert 172 Kilobyte. Ja. Komprimiert, unkomprimiert sind es also auf dem Device im Grafikspeicher über 5 Megabyte. Und so weiter, wenn wir es mal runterbrechen auf ein BlackBerry, was eine Bildschirmauflösung hat von 320 mal 181, also sichtbarer Bereich. Das ist wesentlich weniger, also unkomprimiert, was das Bild im Prinzip ist, sind das 12 Kilobyte. Also es ist schon sehr viel Varianz zwischen den unterschiedlichen Devices, und da können wir natürlich sparen. Wenn wir dem Device nur das Bild geben, was es auch wirklich anzeigen kann, dann sparen wir schon Kilobyte. Tim Catlett hat Tests gemacht, wie ist das aktuell mit den Browsern, wie laden die also die unterschiedlichen eingebundenen Bilder, also hier als Beispiel mal CSS-Hintergrundbilder, wenn wir hier Media Queries verwenden, einmal halt für eine Desktop-Ansicht und einmal für eine Mobilansicht, das sind ja zwei Bilder, die da eingebunden werden, werden die auch gezogen, also werden die Bilder jeweils beide gezogen oder ist das nur einzeln? In dem Fall halt, wenn das genau wie im vorherigen Fall halt im CSS ausgewiesen ist, wird nur ein Bild gezogen, das ist natürlich gut. Also klar, hier eine Ausnahme, Fennec, der wird glaube ich nicht mehr weiterentwickelt, das ist jetzt so Firefox OS oder so. Aber alle anderen Browser, auch die etwas älteren mobilen Browser, ziehen wirklich nur das Bild, was mit CSS im Hintergrund eingebunden ist, also nur einen Request, nur ein Bild, das ist schon mal gut. Also auch wenn wir für jede mögliche Media Query halt unterschiedliche Bilder einbinden, dann wird nur eins gezogen. Gibt in dem Test, da gibt es halt einen Link auch dazu, in dem Test gibt es noch mehrere andere Varianten, also wenn man halt so einfach nur mit Display None was ausblendet, wird es zum Beispiel gezogen. Da gibt es so ein paar Testfälle, die er gemacht hat, und das kann man sich mal anschauen, also was wird wann wie vom Browser beachtet und was nicht. Also zum Beispiel Display None ist eigentlich relativ naheliegend. Ich kann es ja irgendwie mit JavaScript dann einblenden, diesen Block oder so, und dann sollte das Bild ja schon da sein und nicht erst gezogen werden. Also da sind so ein paar Fälle, wo auch ein Bild trotzdem geladen wird. Kann man sich mal durchschauen, ist ganz interessant. Es gibt so ein paar Lösungsansätze, das ist auch schon ein bisschen älterer Ansatz von Nicholas Gallagher, der hier mit einem Data-Attribut Source einfach ein anderes Bild mit angeben will in dem Image und das dann über CSS-Abfrage mit einem Data-Attribut einfach austauscht. Das wäre schön. Das hat leider immer noch keine Browser-Unterstützung. Ich glaube, der Blogbeitrag ist schon auch 2 Jahre alt. Das geht in den modernen Browsern leider immer noch nicht. Also man kann zwar hier ein Attribut, Content-Attribut abfragen, aber die URL, was valider W3C-Standard ist zwar schon, aber das wird so noch nicht umgesetzt in den Browsern. Und dann könnte man einfach halt mit der Angabe der URL hier das andere Bild ziehen. Funktioniert leider nicht, wie gesagt, keine Browserunterstützung und hat auch den Nachteil, dass trotzdem zwei Bilder geladen werden. Erst das, was im Source ist, und dann nochmal halt das Passende für die Media Query. Die Filament Group hat auch einen Ansatz hier, einfach in die Source noch ein Query anfügen, eine größere Quelle angeben, dann mit einem JavaScript das einfach austauschen. Das funktioniert grundsätzlich halt in den meisten Fällen ganz gut, hat auch den Nachteil, wie gesagt, dass es zwei Bilder lädt.
Und nicht immer kann man die Source so verändern. Also wenn man ein Content-Management-System hat oder so, hat man meist oder in vielen Fällen nicht die Möglichkeit, in diese Source einzugreifen. Zudem wird auch dieser Ansatz nicht mehr weiterverfolgt von der Filament Group. Die empfehlen jetzt halt das neue Picture-Picture-Fill. Da komme ich gleich noch zu. Für mich eine schöne Lösung ist die sogenannte NoScript-Lösung, die ja auch mit dem HTML5-Data-Attributen arbeitet. Wir legen ins HTML ein NoScript, machen da halt die Data-Attribute mit den jeweiligen Verbindungen halt zu einem kleinen und zum großen Bild, als einfaches Beispiel halt. Und dann wird es auch mit JavaScript nachher ausgetauscht. Der Vorteil ist hieran, dass Assets, die im NoScript eingebunden sind, nicht geladen werden, also auch nicht in den DOM eingefügt werden. Das heißt also, hier werden schon mal keine zwei Bilder geladen, also nicht das, was ich sowieso eingebunden habe und das, was ich dann vielleicht nochmal austausche, sondern wirklich dann nur das, was mit JavaScript dann eingebunden wird. Falls halt JavaScript nicht vorhanden ist, dann greift natürlich diese NoScript-Tag und da ist ja ein Bild hinterlegt als Fallback, vielleicht optimalerweise halt das kleine Bild, das dann trotzdem nicht so viel geladen wird, weil JavaScript auf großen Rechnern ja in den allermeisten Fällen dann auch aktiviert sein dürfte. Ein einfaches jQuery-Snippet, um das halt abzufragen und auszutauschen. Also wir fragen halt mit jQuery, ob wir in einem NoScript-Data-Attribute Large und Small haben. Und dann schauen wir halt, wie groß der Bildschirm ist und swappen das dann einfach aus. Ja. Wird dann angefügt, also hier unten ist der NoScript-Teil von vorher in dem DOM und dann wird halt geschaut, welcher Bildschirm würde jetzt passen. In dem Fall halt die Abfrage, ist der Bildschirm größer als 500 Pixel und dann wird das Bild nach dem NoScript-Tick in den DOM eingefügt, also dementsprechend dann auch angezeigt. Wie gesagt, hier eine einfache Lösung hat natürlich den Nachteil, ist ein bisschen unflexibel. Also der sogenannte Breakpoint bei 500 ist ja auch nur ein Breakpoint. Was ist mit mehreren? Also müsste ich mehrere Abfragen machen und so weiter. Nur mal als kleines Beispiel hier. Der aktuelle Vorschlag von der Responsive Image Group im W3C ist das sogenannte Picture-Element. Das Picture-Element ist so ein bisschen dem Video-Element angelehnt. Ja, also wer HTML5-Video-Element kennt mittlerweile, da gibt es halt das Picture-Tag und dann gibt es mehrere Sourcen innerhalb davon. Und der Browser soll dann natürlich nachher entscheiden, welche von dieser Source ist passend und wird dann geladen. Natürlich noch mit einem Fallback als Image kann man hinterlegen und noch einen Text. Das ist so ein bisschen die Vorstellung von einem optimalen Responsive Image Tag. Hier kann man halt auch der Redakteur oder der die Website halt anlegt, dann auch mehrere Formate hinterlegen. Ja, also sind jetzt nur zwei Formate. Klar könnte man für jeden Breakpoint hier noch eine Source hinzufügen. Und das mit den Media mal so als Randnotiz. Media ist gleich Minvis, funktioniert im Video-Element jetzt schon. Also wenn ein HTML5-Video-Element so eingebunden würde mit mehreren Sourcen und Media-Query hinten dran, dann könnte man da auch schon kleinere Videos für kleinere Bildschirme laden. Da das ja natürlich noch nicht in den Browsern integriert ist und noch nicht unterstützt wird, gibt es hier aber schon einen Picture-Fill-Ansatz, was so eine Nachbildung des Ganzen ist, halt auf Div oder Span oder was auch immer man da nehmen möchte, was halt auch sowas wie ein Data-Attribut Source hat, mehrere unterschiedliche Quellen hier angeben kann. Da ist auch noch ein Alt-Attribut oben angegeben und hier unten kommt so ein kleiner Fallback noch, also es ist das gleiche, wie wir eben schon hatten, also so ein NoScript-Fallback. Falls wirklich kein JavaScript vorhanden ist, dann wird halt trotzdem ein Bild angezeigt. Ansonsten kommt, wie gesagt, hier
auch ein JavaScript zum Einsatz, das sogenannte Picture Fill von Scott Jale. Der sucht sich dann halt die richtige Größe heraus und zeigt es dann dementsprechend an. Das funktioniert auch wirklich wunderbar. Also hier hat man gute Gestaltungsmöglichkeiten, kann man halt mehrere Bilder angeben, natürlich auch mehrere Bildausschnitte. Ne? Und das ist echt mittlerweile halt ein guter Ansatz. Ein weiterer Vorschlag, der beim W3C eingegangen ist, ist das sogenannte Source-Set-Attribut, wo im Image-Tag einfach ein neues Attribut hinzugefügt wurde, Source-Set, das dann mehrere Pfade, mehrere Varianten halt aufnehmen kann. Ja, also man kann auch schon ein bisschen sehen, dass es so mit dem 2x ist auch schon so ein bisschen in die Richtung Retina. Also was natürlich Problem, was machen wir mit Retina-Bildern? Also ich kann auch hier ein größeres Bild für einen Media-Query angeben. Das ist mittlerweile sogar schon im Chrome und im Safari 6 integriert, also im iOS 6 kann man das auch schon nutzen, also ein Retina-Support. Also ich kann hier mit einem Background-Image, WebKit-Image-Set auch zwei Bilder angeben, einmal eine normale Variante und einmal die 2x-Variante, also eine hochauflösende Variante. Das funktioniert mittlerweile schon. Allerdings, wie gesagt, nur halt im Chrome und im Safari 6, also im iOS. Chrome, Android müsste auch funktionieren, aber halt alle anderen nicht. Also Desktop nicht, also Firefox nicht und so weiter. Also ein typischer WebKit-Präfix-Fall. In der Diskussion ist natürlich auch immer der Art Direction Use Case bei Responsive Images. Das würde halt mit dem Picture-Ansatz auch gut abgedeckt werden. Ja, wir wollen ja nicht immer alle, ich sag mal, breiten Header-Bilder so auf einem schmalen Screen einfach nur runterskalieren, sondern wollen vielleicht auch einen anderen Ausschnitt präsentieren. Weil wenn man sich das anschaut, halt in der Mitte, der große Bildschirm, wenn ich das runterskaliere auf einem kleinen Smartphone, dann sehe ich von den Wowie hier nicht mehr viel. Also ich will den vielleicht dann auch halt ein bisschen prominenter präsentieren und wähle dann einen anderen Ausschnitt. Also es ist im Prinzip noch das gleiche Bild, aber mit einem anderen Ausschnitt, halt passend für die kleinen Devices. Also das ist natürlich auch ein Use Case, den man bedenken sollte. Ich sag mal auch Zeitungen, die jetzt sich damit beschäftigen, Responsive Images, was machen wir mit unseren großen Header-Aufmachern und dann auf einem kleinen Smartphone anzeigen. Das wäre eigentlich mit dem Picture-Fill-Ansatz ganz gut gelöst. Optimal wäre natürlich das Beste aus beiden Vorschlägen, also Picture-Element und Source-Set verbunden miteinander. Also ganz klar, wie wir es eben schon hatten, Source-Set-Attribut einfach halt eine normale Auflösung und ein hochauflösendes Bild angegeben und der Browser nimmt sich dann halt das Passende raus. Das scheint aktuell noch ein bisschen schwierig zu sein. Da sind Browserhersteller noch nicht so eingeschworen. Also aktuell sieht es wohl so aus, dass es eher diese Source-Set-Attribut-Variante wird. Also da gibt es noch einen Bug da, der aktuell bei Chrome diskutiert wird, dass es wohl aktuell nicht Picture wird. Wir werden sehen, was da kommt. Also da sagen die Browserhersteller, ja, wir warten erstmal ab, was die machen. Also Firefox wartet erstmal, Microsoft wartet erstmal, was machen die anderen? Und jetzt ist erstmal großes Abwarten, bevor hier wirklich was integriert wird. Also wie gesagt, alles, was wir jetzt hier schon gesehen haben, ist alles, also die Vorschläge jetzt von Picture und Source Set, können wir so noch nicht nutzen. Das sind nur Vorschläge und wir können es mit einem Polyfill nutzen. Allerdings ist es noch nicht in den Browser integriert. Ein paar andere neue Techniken sind auch aufgepoppt. Die sogenannte Clown Card Technik von Estelle Weil. Sie benutzt hier SVG. Und in dem SVG werden dann halt die unterschiedlichen Ressourcen halt nach Media Queries abgefragt. Und wenn wir das mal als Beispiel sehen hier, die SVG-Datei enthält eigentlich auch nur Hintergrundbilder und Media Queries und dann unterschiedliche Ressourcen, also klein, groß, medium und so weiter.
Das wird dann innerhalb von dem SVG auch abgefragt, also wenn das Browserfenster kleiner ist, werden hier auch unterschiedliche Ressourcen abgefragt. Das ist natürlich ganz gut für Bild im Text, ne? Wenn wir sonst immer halt große Headerbilder haben oder vollflächige Bilder, dann kann man das relativ gut an einem Media Query festmachen, also an der Screenbreite. Meist wissen wir aber nicht, halt, wenn wir wirklich Text im Bild haben, ist es ja immer irgendwie eine Relation, dann ist es der Media Query, bezieht sich ja dann auf den ganzen Bildschirm und nicht vielleicht aufs Element nur. Der Nachteil ist aber, wir können SVG erst ab Android 4 nutzen und IE 9, also alles, was irgendwie älter ist, alte Androids, alte Internet Explorer, das funktioniert nicht, gibt da auch mittlerweile natürlich ein Fallback dafür als PNG-Grafik und so weiter. Aber das sind alles so ein bisschen Nachteile, wo man überlegen sollte, ist dann das noch der Use Case? Und ich weiß halt auch nicht, zum Beispiel ein Content-Management-System müsste ja dann irgendwie automatisch ein SVG generieren mit den unterschiedlichen Media-Queries hier. Das ist dann vielleicht teilweise auch ein bisschen umständlich. Aber es ist halt ein Einsatz, der auch funktioniert. Ein paar andere Varianten gibt es noch, die sogenannte Adaptive Images. Das ist ein kleines Skript, was eingebunden wird. Ich weiß nicht, wer das schon kennt. Mal kurz Hand hoch hier, ein bisschen Bewegung heute Morgen. Ja, geht. Das ist ein kleines Skript, was in die Seite eingebunden wird, was einerseits die Bildschirmgröße abfragt und das in einen Cookie speichert. Und das PRP-Skript kann dann halt eingestellt werden, in dem Fall halt, welche Breakpoints möchte ich hier haben. Ja, das sind hier halt mal 5 unterschiedliche, kann man halt variieren, je nach Design. Und funktioniert dann so, dass über HTXS, also Mod Rewrite hier, alle Anfragen, die an den Server für Bilder kommen, weitergeleitet werden an dieses Adaptive Images Script. Das prüft dann halt, wie groß ist der Bildschirm anhand dieses Cookies und generiert einerseits eine kleinere Version, wenn es das noch nicht gibt, ne? Oder wenn es notwendig ist. Sagen wir mal, wir haben ein großes 1200 Pixel Bild, was angefragt werden soll und der Bildschirm ist aber nur 320 Pixel breit. Dann merkt das Skript das, generiert ein kleineres Bild und gibt das dann zurück. Und das dann für jeden Breakpoint, der hier definiert ist. Also da wird geprüft, befinde ich mich in diesem Breakpoint bei 480, okay, ich habe ein 320 Bild generiert. Jetzt kommt ein Device mit 480 Pixel, dann wird ein 480 Pixel Bild generiert und übergeben. Und die werden dann auch gespeichert in einem Cache. Also dass nicht nochmal neu generiert wird, wenn da schon mal ein Bild generiert wurde, kriegt der nächste User oder der gleiche User, wie auch immer, das gecachte Bild. Das funktioniert auch wunderbar und ist irgendwie auch ohne weitere Requirements, also ohne dass irgendwas anderes noch notwendig ist. Also man kann das in einem CMS verwenden, ohne Abhängigkeiten. Das wird einfach nebendran gestellt, die HTXS-Datei angepasst. Und dann läuft das. Ja. Hat in dem Sinne halt den Nachteil, wie wir es hier ein bisschen schon sehen, dass es immer die gleichen Bilder sind. Also es ist ein und das gleiche Bild. Also diesen Art Direction Use Case haben wir nicht. Also wir können nicht bestimmen, es soll irgendwie nur auf einem kleinen Bildschirm ein Bildausschnitt gewählt werden, sondern es ist immer das gleiche Bild, nur in einem kleineren Format. Also nur die Dateigröße wird natürlich hier wesentlich reduziert. Das hilft schon mal. Aber ich kann nicht bestimmen, ob auf einem kleineren Device ein anderer Bildausschnitt geladen wird. Mittlerweile gibt es dazu auch so Services, also ResourceIt ist so ein Responsive Image Service. Da kann man einfach halt in den Image Source halt die URL angeben und die machen das halt on demand auf ihren Server. Da geht der Request über den Server und der schickt dann das richtige Bild. Das funktioniert auch relativ schnell. Also nicht, dass man erst warten muss, bis dann das Bild generiert und zurückkommt. Das geht eigentlich schon. Es gibt auch noch ein paar andere.
ein paar andere Ansätze, Lösungsvarianten, wenn man jetzt einfach nur einen anderen Bildausschnitt wählen will. Also ne, wir hatten ja das Beispiel schon, es soll sich nicht wesentlich verkleinern, der Inhalt des Bildes, wenn ich halt zum Beispiel mein iPad drehe, ist Focal Point eine ganz gute Variante. Es macht kein kleineres Bild oder generiert kein kleineres Bild, sondern versetzt nur den Ausschnitt. Also die Bildbreite bleibt vielleicht gleich, aber der Ausschnitt wird, wird anders gesetzt. Da gibt es auch im Internet halt so ein Tool dazu, da kann man das berechnen, wo ist jetzt mein Mittelpunkt des Bildes, weil der nicht immer in der Mitte ist. Und dann kann ich halt genau sagen, okay, wenn das Bild sich dreht zum Beispiel, dann setzt man den Mittelpunkt ein bisschen anders, verschiebt das nach weiter links oder nach weiter oben. Nicht, dass denn der Kopf halt beschnitten ist oder so oder es viel zu klein ist. Das ist auch eine schöne Variante, reduziert aber, wie gesagt, nicht unsere Datenmenge. Ja, was macht man nun mit den hochauflösenden Screens, also typischerweise Retina? Nochmal kurz, Retina ist die doppelte Auflösung an Pixeln, an Device-Pixeln. Das CSS bleibt im Prinzip gleich, die Berechnung bleibt gleich, wird aber auf viel mehr Device-Pixel gematcht. Ja, deswegen wird unser Bild schärfer. Es gibt hier auch bei Wikipedia mittlerweile eine Liste von hochauflösenden Telefonen, weil man immer sagt, das ist alles nur irgendwie Apple oder iPhone und so weiter. Mittlerweile gibt es doch schon eine ganze Reihe an Geräten, die dazugekommen sind, die auch ein hochauflösendes Display haben. Also man sieht hier schon, BlackBerry Z10 ist ein, selbst hier die, wenn man so immer sagt, diese günstigen Android-Telefone von Huawei haben auch teilweise schon die neuen Geräte hochauflösende Displays. HTC natürlich mittlerweile einiges, LG, Motorola und so weiter. Natürlich auch Samsung, die Galaxy-Reihe. Und das geht auch hin bis, wenn man das HTC, das hier. Das neue HTC One hat mittlerweile eine Auflösung von 468 ppi, also ist mittlerweile die dreifache Auflösung als normal. Also es gibt mittlerweile halt eine ganze Reihe an Geräten, die hochauflösendes Display haben. Also man kann halt nicht mehr davon reden, ja, das ist nur iOS oder das ist nur Mac. Und es gibt auch ganz viele Geräte mittlerweile, die das unterstützen. Gestern habe ich auch noch einen Artikel gesehen. Aktuell wird vermutet, ja, gibt ja immer viel Rätselraten vor dem neuen iPhone. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber da wird gesagt, dass das neue iPhone halt nochmal die doppelte Auflösung haben soll, wie jetzt aktuell. Also dann halt das Vierfache. Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn macht. Also Retina ist ja auch so ein bisschen der Begriff, das ist das, was das Auge wahrnehmen kann. Also diese vierfache Auflösung, weiß ich halt nicht, ob das dann auch ein Unterschied ist und ob das Sinn macht, aber wir werden es sehen. Gerade halt auch im Android-Segment ist eine große Vielfalt unterwegs an unterschiedlichen Screens. Ja, also Android spricht da von einem High-DPI-Screen schon bei der anderthalbfachen Auflösung und da gibt es auch relativ viele schon. Also ein Samsung Galaxy S2 zum Beispiel hat auch eine anderthalbfache Auflösung. Es gibt einige, die alten Motorola Droid und so, die haben alle anderthalbfache Auflösung. Also es ist schon zwischen Normal und Retina. Also könnte man schon überlegen, was macht man mit denen? Gibt man denen auch unterschiedliche Bilder? Wie gesagt, das HTC One mit einer Pixeldichte von 3,0. Und es gibt aber zudem auch sehr, sehr viele Geräte, die einen Low-DPI-Screen haben. Also mit einer Pixeldichte von 0,75, also noch unter dem normalen, also noch schlechter, sage ich jetzt mal, als ein normales Display. Was macht man mit denen? Also ich habe schon einige Geräte gehabt, da ist es notwendig gewesen, die Schriftgröße zu erhöhen, weil wenn die zu klein ist auf den schlechten Geräten, dann
kann man es auch nicht mehr richtig gut lesen. Also da muss man auch überlegen, was macht man da. Ich weiß nicht, ob man es von hinten auch noch lesen kann. Hier unten war so ein Tweet letztens, der mal alle möglichen Samsung Android Screens auflistet, also alle unterschiedlichen Größen, angefangen von 2,8 Zoll, 3,1, 3,2, 4, 5, 4 Zoll und so weiter. Das war eine ganze Liste an unterschiedlichen Screens. Also da ist natürlich die Varianz ganz, ganz groß und da muss man aber schauen, was macht man mit dem, findet man da eine allgemeine Lösung oder hat man auch ein Projekt, was so einen Markt hat, ich sag mal günstige Geräte, was macht man damit? Also das muss man immer mal mit bedenken. Problem, wie gesagt, von Retina ist halt, dass wenn wir Bildgrafiken verwenden, die Pixel halt gestretched werden, hochgezogen werden. Also wir müssten, um ein scharfes Erlebnis zu haben, ein anderes Bild einbinden, also ein höher auflösendes Bild einbinden, um ja, die Qualität halt dementsprechend zu erhalten. Also denk mal, jeder hat es schon mal irgendwie gesehen, vielleicht am iPhone oder auch auf dem modernen Android. Wenn man auf eine Website kommt, die jetzt Grafiken verwenden, wie irgendwelche Icons, die mit Bildern gemacht sind, dann sieht es teilweise schon blurry aus und das ist natürlich unschön. Kann man, wie gesagt, bei iOS mittlerweile halt schon anders lösen, halt mit dem Image Set, aber halt noch nicht flächendeckend. Mal kurz ein paar CSS Media Queries. Also wie fangen wir halt diese Device Pixel ab? Das kann ich halt auch mit CSS 3 Media Queries. Also ich kann, wie gesagt, halt Mindest-Device-Pixel-Ratio von 1,5 angeben oder halt eine Mindestauflösung, Min-Resolution von 144 dpi und dann gebe ich dann mein CSS an. Also ich kann halt für die unterschiedlichen Auflösungen anderes CSS angeben, also natürlich auch andere Bildquellen, andere Hintergrundbilder und so weiter. Das würde halt natürlich auch für den typischen Retina-Fall passen und natürlich auch für ein kleineres, also da kann ich schon eingreifen mit CSS. Mal eine andere Variante, und ich habe mir am Wochenende noch ein schönes Urlaubsbild rausgesucht bei dem wunderbaren Wetter da draußen. Mittlerweile wird es ja schon wieder besser. Aber was machen wir nun mit unseren Bildern, die wir jetzt nicht als Hintergrundbild nehmen, sondern unsere schönen großflächigen JPEGs? Ein Ansatz hier von Thomas Fuchs, der auch ein Buch geschrieben hat, Retinify, ist, ich nehme einfach das größere Bild, also ich müsste ja für ein Retina-Bild eine größere Auflösung angeben und hätte dann eine größere Bildmenge, also größere Dateien. Er macht es aber so, dass er die Qualität weiter runtersetzt, also im Vergleich ein normales Bild links. Es soll 400x400 Pixel angezeigt werden und das Retina-Bild, was größer sein sollte, dann aber auch in 400x400 angezeigt wird, wird einfach viel stärker komprimiert. Nachher beim Zusammenschieben, sage ich jetzt mal so, fallen so Artefakte einfach raus und die Qualität ist trotzdem gut. Man muss ein bisschen variieren, ne, ob die Qualität dann halt immer noch ausreichend ist, vielleicht ein bisschen höher setzen. In dem Fall habe ich mal 15 angewählt und da ist die Bildgröße relativ gleich, also es nimmt sich kaum was. Also ich kann halt für alle Devices einfach ein Retina-Bild angeben, habe halt keine größere Bildmenge, aber auf meinem Retina-Display wird es dann auch scharf angezeigt. Ja. Also das ist so ein Ansatz halt, verringere einfach die Qualität und weil es ja zusammengeschoben wird, ist das visuelle Erlebnis dann trotzdem noch in Ordnung. Das funktioniert halt bei einigen Bildern ganz gut. Muss man immer schauen, wenn man Text auf dem Bild hat, dann wird der vielleicht noch ein bisschen auch ausgefranst oder so. Macht man oder sollte man eh nicht machen, aber es sind halt so ein paar Sachen, worauf man dann achten sollte. Aber grundsätzlich kann man es für einige Use Cases ganz gut verwenden. Andererseits können wir natürlich halt für Logos
und irgendwelche Icons, die wir auf der Webseite verwenden, mittlerweile auch ganz gut SVG einsetzen. Also wie gesagt, der Support ist hier auch schon gut ab Android 4, Internet Explorer 9 und solche Geschichten. Funktioniert das wunderbar. Skalierbare Grafiken halt. Ich kann einfach halt eine Grafik einbinden, die dann halt in einer bestimmten Größe halt anzeigen und die skaliert sich mit und ist natürlich immer scharf. Gerade für Logos bietet sich das immer an. Aber mal ein kleiner Unterschied, wenn ich irgendwie nur kleine Grafiken einbinden will, also so kleine Icons, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Der Shep hat hier eine Übersicht gemacht, wo ist eine PNG-Grafik kleiner als das SVG. Ja, also bei kleineren Grafiken macht sich das teilweise bemerkbar. Da ist eine PNG-Grafik, die dann komprimiert ist, auch noch kleiner. Also wenn es wirklich um die Größe geht, um die Performance, sollte man sich das überlegen, ob man dann doch wieder auf PNG-Grafiken geht. Wenn man aber halt skalierbare Grafiken wirklich braucht, also ne, viele Varianz halt, scharfes Bild, dann ist wahrscheinlich SVG in dem Fall trotzdem die bessere Wahl. Aber da halt, wenn es wirklich auf den Byte, sage ich jetzt mal, ankommt, mal hinschauen, ob nicht eine PNG-Grafik hier der bessere Fall wäre. Dann natürlich, wenn wir beim Thema Performance sind, CSS-Sprites, ja, das hier mal als Classic-CSS-Sprites betitelt, um halt Requests zu sparen. Ich denke mal, das dürfte bekannt sein halt. Also mehrere Bilder halt zu einem großen zusammenfassen und dann halt mit CSS-Background-Position halt das richtige Bild halt anzeigen, kann durchaus schon einiges an Dateigröße und an Requests sparen. Hier mal das Beispiel, was ich mal gemacht hatte. Ursprünglich sind es 9 Requests an kleinen Fähnchen, sind 7 Kilobyte insgesamt. Die zusammengefasst ist nur noch ein Request in eine Sprite und nur noch halb so groß, ja? Weil jedes Bild irgendwie so Header-Daten mitliefert. Wenn ich das alles zusammenfasse, spare ich da schon. Alter Hut, denke ich mal. Das gleiche kann man natürlich auch mit SVG machen, also SVG-Sprites. Ja, also mehrere SVG-Bilder zu einem zusammenlegen und dann halt auch hier mit Background Position natürlich das Richtige anzeigen. Muss dann aber natürlich in dem ursprünglichen SVG-Format bleiben. Also wenn ich das skalieren wollen würde, ja, dann ergeben sich ja andere Werte bei der Background Position, also da vorsichtig sein. Nächstes Thema, Icon Fonts. Der eine oder andere hat sicherlich schon verwendet. Das ist mittlerweile doch schon bei einigen Projekten im Einsatz. Icon Fonts ist sowas wie Dingbots und Dope. Also das kennt bestimmt noch jeder von früher. Also so Schriftarten, die halt keine Buchstaben in dem Sinne enthalten, sondern irgendwie Zeichen, Symbole. Ja. Also ist jetzt auch nicht neu in dem Sinne. Neu ist ein bisschen das, was wir mittlerweile selber generieren können. Vorteil ist halt, wir können halt Farben und Größen leicht über CSS anpassen. Natürlich kann ich irgendwie noch ein paar CSS-Effekte rauflegen, Text Shadow oder Animation. Ja, ich kann ja auch Sachen drehen und so weiter. Also das kann ich alles machen, das hat die Vorteile. Es gibt auch so ein paar schöne Services mittlerweile. Mein Liebling ist eigentlich iComoon. Also iComoon ist ein Service, da kann ich mir aus vielen verschiedenen Icon-Sets die einzelnen Icons heraussuchen. Stelle mir dann aus diesen Icons, nehmen wir mal meine Top 10 zusammen, die ich halt für das Projekt brauche, kann ich mir eine Schriftart generieren lassen, also so ein Icon-Font. Ja. Also ich muss nicht alle einbinden, sondern ich kann nur spezielle heraussuchen und, was noch hinzukommt, ich kann sogar eigene Dateien hochladen. Also ich kann eigene SVG-Icons hochladen und die in das Set einbinden. Kann natürlich auch nur eigene Dateien hochladen und daraus eine Schriftart generieren und die dann nachher bei mir ins Projekt einbinden. Deswegen finde ich es halt ganz schön. Ist natürlich in gewissem Sinne kostenlos. Da gibt es auch Icons, die ich dann kaufen kann, aber es ist eine Vielfalt an, ich weiß nicht, was steht da, 3800 freie Fonts. Also so einiges. Es gibt es mittlerweile auch, ich sag mal so, für die Command-Line. Also
wer irgendwie hier ein Node.js oder irgendwas am Laufen hat, der kann auch ein kleines Tool mit integrieren und sein Icon von automatisch generieren. Von Custom ist so ähnlich, wer Compass kennt und Compass Sprites, also ich gebe da halt die SVG-Grafiken rein und da wird mir auf der Kommandozeile halt eine Schriftart generiert mit den Schriftzeichen in dem Sinne. Ne? Ich brauche keinen Service nutzen, kann ich auch über die Kommandozeile, kann natürlich auch daran weiterarbeiten. Also wenn der Designer halt noch ein Icon weiter bearbeitet, das Chart SVG zum Beispiel, wenn es geupdatet wurde, wird sofort eine neue Schrift generiert. Also hier, wenn man das in den Prozess einbindet, kann da auch noch parallel dran gearbeitet werden. Das ist nicht so umständlich. Ja, weitere Optimierungsmaßnahmen, natürlich Data URI. Ich kann mit Base64 auch mein Bild kodieren. Das gibt dann so einen langen String. Weiß nicht, der eine oder andere kennt es natürlich schon mittlerweile. Also nicht die Source wird eingebunden, also eine externe Referenz, sondern dekodiert in den Quelltext, spart natürlich hier auch Requests, wird dann halt vom Browser wieder umgewandelt und als ganz normales Bild angezeigt. Das macht sich ganz gut halt, wenn die Grafiken so nicht für Sprites geeignet sind. Also Twitter nutzt es zum Beispiel für die Timeline der Profilbilder. Ja. Spart da natürlich auch schon Requests, weil das halt schon mit dem CSS oder mit dem HTML runtergeladen wird. Ne? Bilder kommen ja erst später, die werden ja dann im Anschluss erst angefragt und ist dann einfach schon da. Nachteil ist, dass es nicht cachebar ist, also nur wenn man halt das CSS, das externe CSS cached, dann wäre es halt auch gecached. Man muss es irgendwie immer wieder updaten, also wenn man das per Hand umwandeln würde und das Bild ändert sich, ne, muss man wieder neu generieren lassen. Gibt natürlich auch schon Tools, die das halt automatisch machen, aber und es funktioniert halt nur ab den Internet Explorer 8 und der Internet Explorer 8 hat ja auch noch eine Limitierung auf 24 Kilobyte. Also da muss man auch vorsichtig sein, alles kann man da nicht quasi umwandeln, wenn man den alten Browser hier noch mit beachten muss. Viel Text jetzt, aber ganz kurz. Vorsichtig auch mit großen Bildern in iOS. Da gibt es auch Beschränkungen, also wie groß dürfen die Bilder werden. Also die gibt auch einige Beschränkungen, hier für JPEGs zum Beispiel. Auch nur 32 Megapixel, also ich kann da nicht meine ganzen Grafiken halt riesig groß machen, dann streikt irgendwann das System und man wundert sich, warum das halt nicht funktioniert. Gibt es auch einen Link dazu, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber da mal vorsichtig sein halt, man sieht auch schon hier PNG-Grafiken, ja, für Geräte dürfen nur, also bis 256 Megabyte RAM dürfen nur 3 Megapixel groß sein, sonst wird es einfach nicht angezeigt. Ist einfach zu groß. Ja, kurz noch Bilder optimieren. Ganz wichtig, wie gesagt, hier mal einen Tweet hier von den Anders. Er hat letztens auch auf einer großen Seite viele, viele Kilobyte eingespart. Ja, das sind 82 Millionen Page-Views und um 20 Kilobyte die Page-Load reduziert, ergibt für das Projekt, wo er da ist, 1,6 Terabyte pro Tag, die da eingespart werden. Ja, also wenn man Services zum Beispiel wie Amazon AWS nutzt, ja, wo abgerechnet wird nach, naja, Gigabyte, sagen wir mal, aber alles, was sich da summiert, ja, spielt sich natürlich wieder in die Kosten wieder. Alles, was ich reduzieren kann, spart mir natürlich Kosten. Und das ist natürlich teilweise einiges. Also deswegen halt genau hinschauen, das richtige Bildformat verwenden, PNG, R verwenden noch als GIF, lässt sich besser komprimieren. Dann natürlich halt die unterschiedlichen Variationen, also PNG 8 für limitierte, PNG 24, wenn man mit einer Alpha-Transparenz arbeiten muss. Da aber auch vielleicht dann halt ein Programm nutzen, PNG Mini, was 8-Bit-PNG-Grafik mit einer Alpha-Transparenz ausstattet, weil das Photoshop zum Beispiel nicht kann. Auf jeden Fall die
PNGs crushen, also sozusagen die überschüssigen Daten herausziehen, also irgendwie Metadaten, Autor und was da alles so noch in dem Bild normalerweise gespeichert ist. Image Opt-in verwenden auf dem Mac, einfach Bilder in den Ordner ziehen, in das Tool ziehen und der strippt dann alles raus. Das ist aber verlustfrei. Ja? Also nicht, keine Angst haben, dass da irgendwas wegkomprimiert wird und das dann nicht mehr so gut ist, sondern da werden nur Metadaten weggeschmissen, die halt eigentlich nicht gebraucht werden. Dann gibt es ein wirklich gutes Online-Tool, JPEG Mini. Da kann ich JPEG-Bilder hochgeben und die machen daraus wirklich relativ kleine Dateien, die aber vergleichbare Qualität haben. Also das, wie man es hier schon ein bisschen sieht, da gibt es dann auch so ein kleines Tool danach, wo man dann vergleichen kann, wie ist die Qualität, und die ist wirklich dann sehr, sehr gut, sehr, sehr ansprechend, aber die Dateigröße ist wesentlich kleiner. Ja. Neues Bildformat wurde mittlerweile auch von Google entwickelt, WebP, das ja so ähnlich im Prinzip ist, also die hat auch eine wesentlich kleinere Bildmenge, aber mit vergleichbarer Qualität. Also wenn man wirklich zwei Bilder mit der gleichen Qualität als JPEG und als WebP komprimiert, ist WebP immer noch kleiner. Das wurde mittlerweile auch sogar so weit erweitert, das war der Ursprung halt, so um JPEG-Bilder noch kleiner zu machen. Mittlerweile kann es auch Alpha-Transparenzen und kann also auch hier als PNG-Ersatz dienen. Also kann dann auch ganz normale verlustfreie Bilder mit scharfen Kanten und so weiter als PNG zum Beispiel ersetzen. Funktioniert leider nur in Chrome und Opera, oder Opera ist ja bald Chrome sozusagen. Facebook hat es schon getestet und hat festgestellt, dass es ein bisschen problematisch ist, dass es zwar gut funktioniert, weniger Requests oder weniger Ladezeit der Bilder, aber die User waren damit unzufrieden, weil die haben sich die Bilder halt dann runtergeladen, so, Freund hat ein Bild gemacht, ich lade mir das auf meinen Rechner, und die Dateiendung ist natürlich WebP und damit konnten sie nichts anfangen. Also die konnten es dann nicht noch weiter sharen oder weiterverwenden, und das ist natürlich ein bisschen kritisch. Also da ist noch nicht so breit noch nicht so weit verbreitet ist, muss man da ein bisschen aufpassen, wann man das einsetzt. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar nette Online-Tools zur Bildkomprimierung. Also gerade für PNG gibt es relativ viel. Bruni PNG, Smashit, Tiny PNG. Gibt auch ein Tool, wo man sein JPEG-Bild zum WebP-Bild umwandeln kann. Dann kann man das mal testen. Also wie ist da wirklich die Auflösung und die Größe. Noch eine kleine Randnotiz. Auch Mobilfunkprovider, die komprimieren teilweise auch. Also man kann es vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber das ist das gleiche Bild, wenn es mit Edge geladen ist und das mit 3G. Dann wird es hier schon ein bisschen blurry. So, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Also auch Mobilfunkprovider komprimieren die Bilder. Ja. Da also auch aufpassen, also mit Bedenken halt sozusagen. Ja, ansonsten natürlich beim Apache Expires Headers verwenden, also die Dateien, die Bilddateien cachen. In dem Fall halt hier unten, Image, ein Monat bleiben die halt gecached, kann man natürlich hochsetzen. Also immer, wenn eine Anfrage von dem User kommt, der das Bild schon im Browser-Cache hat, merkt der Server, okay, hier ist schon ein Bild vorhanden und ich muss es nicht neu laden, weil das ein Monat lang gecached werden soll. Im Juli, sagen wir jetzt mal, kommt neu auf die Seite, dann würde es neu geladen werden. Kann man natürlich variieren hier. Das halt zum Caching, das spart natürlich auch Requests an den Server, also es ist auch letztendlich schneller. Noch ein paar Links, die kann man sich später dann anschauen halt. Die Präsentation ist schon online oder halt nachher auf dem Webinare-Forum. Gibt noch ein paar interessante Links, ein paar Tools, die man auch verwenden kann halt. Und ein paar Hinweise, was man halt machen sollte. Und das war es eigentlich schon. Ein bisschen schnell durch alle Möglichkeiten durchgegangen, aber ich denke mal, ich habe gesehen, dass das wirklich viel sein kann, was man da machen kann, und man muss sich das Richtige raussuchen. Und deswegen sage ich jetzt Dankeschön.